Bruno Gröning sprach: Was sie sehen, was sie hören, was sie riechen, was sie schmecken und auch was sie fühlen. Vieles ist ihnen zum Übel geworden, aber nie sind sie zu dem Bewusstsein gekommen, erstmal, dass sie selbst die Schuld daran tragen, dass sie, das heißt ihr Körper, von dem Übel erfasst wurde, wie das Übel in ihrem Körper aufstieg und sogar zu guter Letzt den ganzen Körper erfasst, und dass sie weder ein noch aus wussten, indem sie alles Mögliche versucht, um von diesem Übel frei zu werden.